Hallo und seid mir ganz herzlich willkommen zurück zu Dämonikon. Ja, hier stehen wir also. Hier stehen wir vor Zul'Goroth und haben jetzt die Möglichkeit, ihm zu befehlen. Wir können ihm 6 verschiedene Sachen sagen. Für mich ist weg, fällt weg die Nummer 3, mach mich zum ersten Paladin. Für mich fällt auch weg, bring Kalendra her. Freiheit für die Erwachten macht auch keinen Sinn. Töte Azazel, das Vergnügen hätte ich gerne selber. Bleibt, bring mich zu Kalendra und hebe den Tötungszwang auf. Ich hebe den Tötungszwang auf. Der Tötungszwang der Gaben soll enden. Beende den Drang der Erwachten, sich gegenseitig zu morden. Ihr wollt die Gaben frei und ohne Morden aneinander übertragen können. Das gefällt mir, Meister. Und ich kann es möglich machen. Doch dafür muss ich etwas fordern. Ich gebe hier die Befehle. Ich kenne deinen wahren Namen, Dämon. Du hast mir zu gehorchen. Bitte, Meister, verzeiht mir meine Anmaßung. Doch euer ergebenster Diener ist zu schwach, um diesen Dienst alleine zu vollbringen. Das war mir klar. Was willst du? Der Kinderraub, den euer Vater einst vollzog, riss Lücken in Azazels Kontrakt mit mir. Sie versuchte, sie zu kitten. 7 Siegel binden mich und euch. Doch ich kann freier handeln, als ihr glaubt. Ich will euch durch die Sphären heben. Ich gebe euch die Macht, die 7 Siegel zu zerschlagen. Ist dies vollbracht, soll der Tötungszwang auf ewig aufgehoben sein. Okay. Und danach? Wir fragen... Mann. Klingt verdächtig. Und danach? Ja, die Frage ist, ob wir dann den Dämon freigeben. Ja, das ist mal eine gute Frage. Wir fragen noch einmal und danach. Was geschieht, wenn die Siegel zerschlagen sind? Genau, sind? Ich will's wissen. Der Tötungszwang wird sofort enden. Die Macht der Gaben könnt ihr Erwachte einander übertragen. Wie ihr wollt. 2 Paladine. Wenn ihr es wünscht, kann sogar der erste Paladin daraus entstehen. Was mit unseren Seelen? Und unsere Seelen? Die eine, die Azazel für sich beansprucht, wird befreit. Das wäre Kalendra, denke ich. Und die anderen 6? Was mein ist, ist mein. 5 dienen mir bereits. Doch wer die letzte Seele gibt und wann, das liegt in eurer Macht. Ja, es klingt verdächtig. Ich soll diese Siegel zerschlagen? Mehr willst du nicht? Ist das so erstaunlich? Ihr demütigt meine Feindin. Und ihr vernichtet den Kontrakt, der mich und euch in gleichem Maße quält. Wo ist der Haken? Was bedeutet es, dass die Siegel zerschlagen werden? Das frage ich mich auch. Euer Misstrauen schmerzt mich, Meister. Ich schenke euch die Freiheit. Und als wäre das nicht genug, erhaltet ihr die beste Rüstung, die ihr kriegen könnt. Und mehr Macht für eure Gaben. Meister, wir nutzen die gleiche Kraft. Wir haben das gleiche Ziel. Und ihr werdet endlich Kalendra wiedersehen. Vertraut mir. Das fällt mir offen gestanden schwer. Aber ich denke, jetzt machen wir es einfach mal. Los geht's. Ich bin bereit. Bring mich zu den Siegeln. Okay. Ich höre und gehorche, Meister. Macht euch bereit für eine lange Reise durch den Limbus. Also dann auf durch den Limbus. Massiver Dämonenharnisch, massiver Dämonenschulter. Um Gottes Willen. Okay. Wir haben jetzt also eine dämonische Rüstung. Was? Eine dämonische Rüstung, nachdem wir gerade eine Schattenrüstung hatten. Wie viele Rüstungen habe ich denn jetzt plötzlich? Ich muss die ja nicht anziehen, oder? Nee, muss ich nicht. Da sollen wir auch mal gucken, ob wir nachher diesen nächsten Eiszauber machen können, weil ich glaube, das wäre an der Zeit. Oh, Kalendra.
Hallo. Buh. Chiron? So ein Höllenritt, ich bin der Beste. Hörte, du hast Ärger mit einer Elfe? Für spitze Ohren zahlen sie gut in Wahrung. Mhm. Du verfluchter Narr, du bist es wirklich. Komm zu mir. Du hast dich verändert. Das wäre vielleicht etwas gefährlich. Mhm. Wie meinst du das? Diese Rüstung steht dir. Vorbereitungen für die Rolle als erster Paladin? Oh, die Rüstung? Keine Sorge, mit der Gabe hat sie nichts zu tun. Oder nicht direkt. Sie ist ein Symbol. Für meine Leute. Du hast Leute? Manche würden es sogar ein Gefolge nennen. Aber Azzaril haben wir noch nicht erwischt. Die heben wir uns für den Schluss auf. Kalandra, was ist das hier? Mhm. Revolution, Chiron. Das Ende des Alten. Der Beginn der Befreiung. Ich bin so froh, dass du hier bist. Gemeinsam werden wir siegen. Sul'Garoths Gaben wird es nicht gelingen, uns zu entzweien. Der Tötungszwang. Azzarils Plan, aus uns den ersten Paladin zu machen. Du weißt davon? Azzaril hat mich viel gelehrt. Mehr als gut für sie war. Ich musste schreckliche Dinge für sie tun. Doch sie unterwies mich in Dämonologie, in Blutmagie und in den Lehren St. Borbarats. Dass die Wahrheit über allem steht, mhm. dass wir frei sind oh, ja. und dass wir selbst Götter und Erzdämonen überwinden können, wenn unser Wille stark genug ist. Jeder Mensch, ein Magier. Stell dir vor, wie die Welt aussehen könnte, wenn Borbarats Versprechen wahr würde. Die vollkommene Freiheit. Ah, ja. Ich sag jetzt mal, die Gabe macht uns unfrei. Und der ewige Kampf. Wie die Gaben, die wir tragen müssen. Mhm. Und die wir uns nicht aussuchen konnten. Das war Azzarils erster Fehler. Ihr zweiter Fehler war, dass sie meine Verehrung für Borbarat erzwingen wollte und ich glaubte, meine Seele deshalb für immer zu verlieren. Doch ihr dritter Fehler bringt sie zu Fall. Jeder Gläubige muss seine Seele Borbarat versprechen. Dadurch geht er einen Dämonenpakt ein. Vermutlich mit Amazaroth, dem Blender. Der Pakt ist nötig, um Blutmagie zu erlernen. Doch es gibt einen Weg, ihn zu brechen. Azzaril kennt ihn und sie hält ihn geheim. Er sichert ihr die Macht über Borbarats Jünger. Doch dieses Wissen steht allen zu. Jeder Mensch, ein Magier. Für dieses Versprechen soll niemand mehr seine Seele an die Dämonen verlieren. Dafür kämpfen wir. Wollen wir ein paar Informationen mehr holen? Fragen wir erstmal nach ihrer Gabe. Meine Gabe ist sehr mächtig geworden. Sul'Garoth scheint in mir eine Mordwaffe zu sehen. Wie hat sich deine Gabe entwickelt? Erinnerst du dich an das Tor im Molchenberg? Ich konnte es mit meiner Gabe öffnen. Mhm. Inzwischen habe ich viel über Magie gelernt. Über Dämonen. Und über Tore. Große Tore. Mächtige Tore in andere Sphären. Ich kann sie öffnen und durchschreiten. Einst war Xeran der Führer der Borbaradianer. Er nannte sich Portifex Maximus, der größte Toröffner. Das ist nun meine Berufung. Dann könntest du dich einfach in Azzarils Hauptquartier zaubern? Leider nein. Das Allerheiligste ist vor meinen Toren geschützt. Wahrscheinlich war auch das ein Bestandteil ihres Vertrags mit Sul'Garoth. Dann fragen wir mal nach den anderen Erwachten. Drei Erwachte mussten sterben, damit meine Gabe wuchs. Stimmt es, was Azzaril sagt? Dass wir die beiden Letzten sind? Wir sind es. Auch meine Gabe musste wachsen. Und ihre Seelen? Sul'Garoth wird sie eingefordert haben. Der Preis für deine und meine Macht. Sie waren unsere Geschwister. Wenigstens einige von ihnen. Das spielt keine Rolle. Auch nicht für dich und mich, Geliebter. Moral ist das, was wir für wahr erklären. Vater hat das nie verstanden. Moral ist das, was wir für wahr erklären. Nee, das stimmt für mich nicht. Du wirkst kalt. Du wirkst weich. Na, dann sprechen wir doch mal über uns. Wir haben uns verändert. Mhm. Die Gaben haben uns mächtiger gemacht. Und sie sind selbst mächtiger geworden. Irgendwann werden sie uns beherrschen. Wir werden uns nicht töten, Chiron. Wir werden stärker sein. Ganz einfach.
Weil wir müssen. Gut, dann fragen wir noch nach Borbarat. Borbarats Lehre. Wie genau lautet sie? Als Alvaranier des verbotenen Wissens wird Borbarat von denen verehrt, die sich das Denken nicht verbieten lassen. Sein Ideal ist die Freiheit. Die vollkommene Freiheit aber wird nur ein starker Geist erlangen. Und ein starker Geist entsteht nur durch starken Willen. Und für dieses Ideal der Freiheit gibt es keine Grenzen? Deine Freiheit endet, wo dein Wille endet. Und dein Wille öffnet die verbotenen Pforten. Wer sie durchschreitet, kann alles erreichen. Du meinst Blutmagie? Zaubern mit dem eigenen Blut? Oder mit dem Blut anderer? Im Namen der Gerechtigkeit. Die alten Götter haben die Zauberkraft vollkommen willkürlich verteilt. Borbarats Zauber machen die Menschen gleicher. Und bringen sie dazu, sich ununterbrochen zu bekämpfen. Unsere Gaben sind das beste Beispiel. Das Weltgesetz, der ewige Kampf. Nur durch ihn gibt es Entwicklung. Nur durch ihn muss jeder sein Bestes geben. Oh Mann. Oh Gott, wie lästig diese Kämpferei ständig. Okay. Gut, dann fragen wir mal nach dem Auftrag. Ich habe Sulgaroth beschworen. Cassio hat mir seinen wahren Namen verraten. Cassio also. Und du bist derjenige, der in eurem Ring siegreich war? Oder hat sie dir den wahren Namen aus purer Freundlichkeit verraten? Ach Gott. Sie war heiß. Ja, irgendwie war sie wirklich heiß. Oh, aber wir haben ja nichts mit ihr gehabt. Also gut, dann liebe ich halt nur dich. Sie starb dafür, dass ich dich nicht bekämpfen muss. Für ein Ende des Ringens der Erwachten. Der wahre Name war Teil dieses Plans. Ah, das war wirklich nobel von ihr. Hatte der Plan Erfolg? Sulgaroth hat mir verraten, dass es in diesem Kloster 7 Siegel gibt. Ich muss sie zerschlagen, um seinen Pakt mit Azarel zu brechen. Dann werden wir uns nicht mehr töten müssen. Wir werden die Gaben teilen können, wie wir wollen. Die Siegel. Ich wusste es. Das ist die Lösung. Chiron, ich muss mit Segal sprechen. Wer, wo, warum, das erkläre ich dir alles später. Oh Mann, irgendwie ist mir ja nicht so das wohl. Das geht ein bisschen schnell. Ja, finde ich auch. Ich liebe dich, Chiron. Aber das ist wirklich wichtig. Bitte hab Geduld und schau dich ein wenig in meinem Lager um. Bald wird der nächste Angriff von Azarils Leuten kommen. Vielleicht kannst du uns helfen, den Stützpunkt zu befestigen. Meine Leute werden dich vergöttern, wenn sie dich erst kämpfen sehen. Wir treffen uns hier wieder, wenn du fertig bist. Bis bald, Chiron. Okay. Also gut, was passiert hier, Leute? Was passiert hier? Wir gucken uns hier erstmal um. Das ist schon mal das allererste. Ne? Hat sie ja auch gesagt, das sollen wir tun. Dann gucken wir mal. Ein Brief an Kalendra, meine liebste Tochter. Ich kann in Worten nicht ausdrücken, wie stolz ich auf dich bin. Unsere Kirche wird durch dich in neuem Licht erstrahlen, dein Vater. Tja, wer ist denn ihr Vater? Jetzt habe ich immer noch nicht kapiert. Strategische Papiere, Grundrisse, Truppenlisten, Berichte von Kundschaftern. Auch der Entwurf zu einer Rede in Kalendras Handschrift ist dabei. Wie ist Kalendra drauf? Ich weiß nicht, ob ich ihr vertrauen kann. Wir gucken hier jetzt erstmal alles an. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise, die uns das Ganze ein bisschen erhellen, weil sie wohnt ja recht luxuriös, das kann man gar nicht anders sagen. Aber hier ist überhaupt nichts zu finden. Wartet mal kurz. Ah, wir können unser Eis endlich skillen, das machen wir jetzt auch. Und verstärken wir es auch gleich entsprechend, na. Das geht noch nicht. Und dann Schaden 21 TP. Und dann belegen wir das auf 3. Eislanze 4. Übernehmen. So, jetzt ist die Frage, ob wir mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht die Sinnenschärfe noch ein bisschen skillen. Wo ist sie denn? Und noch ein bisschen kommen. Sinnenschärfe. Überreden. Kommen wir mal auch noch ein bisschen. Das wird nicht ganz reichen, ne? Ja, okay, egal. So.
Sehen wir denn jetzt mit dem besseren Sinnenschärfe hier was? Nee, auch nicht. Okay. Gut. Dann noch da drüben. Dann müssen wir hier eigentlich... Ah, guck mal, da finden wir was. Ah. So, Sinnenschärfe. Zeichen der Kraft. Was haben wir hier? Anschauen. Kalandras Bett weckt Fantasien. Du spürst wieder das gierige Pochen deiner Gabe. Oh Mann. Haben wir hier? Schwarzeisen Morgentau. Das hier lesen. Eine prunkvolle Inschrift zum Gedenken an Gaius Cordovan Eslam Galotta. Rothäuptigter Anführer des Ogerzugs, altersloser Feldherr des endlosen Heerwurms, Träger von Agrimots Splitters. In einer später hinzugefügten Zeile steht, Erbauer der fliegenden Festung, Märtyrer und Schutzpatron der Beherrschungsmagie. Ja, okay, also ich denke, dann wird's Zeit. Mal kurz gucken, was für ein Quest. Warte im Rebellenlager auf Kalendra. Sprich mit Kalendras Rebellen. Okay, also das heißt wohl, dass wir da raus müssen. Dann werden wir uns mal im Rebellenlager ein bisschen umsehen. Ah ja. Okay. So. Kann ich mit euch reden? Nee. Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn hin? Nach da unten. Also gut, dann gehen wir da mal runter. Wer seid ihr? Da geht's durch. Kann ich mit dir da auch schon reden? Wer bist du? Komm, ich rede. Sprich dich mal an. Ansprechen. Mein Name ist Argus. Wenn du helfen willst, wir brauchen Holz zum Verstärken der Tore. Ah ja. Mehr Infos. Azaril. Was denkst du von Azaril? Sie ist eure Feindin, nicht? Nicht jeder hier hasst sie. Aber es gibt Gründe, für Kalandra ein Schwert zu führen. Das Geheimnis, das Azaril verbirgt, zum Beispiel. Die Macht, den Dämonenpakt eines Borbaradianers zu lösen, ohne die Gabe der Magie zu verlieren. Das heißt, du kämpfst nicht gegen Azaril? Nicht gegen sie als Person? Ich sprach von den anderen, nicht von mir. Ich denke, dass sie ernten soll, was sie gesät hat. Darum bin ich hier. Klingt, als hätte sie jemandem ans Bein gepinkelt. Das geht etwas tiefer. Ein andermal, Chiron. Gut, dann Kloster. Was weißt du über dieses Kloster? Es ist der geheimste Ort in den ganzen Schattenlanden. Wenn der Glaube an Borbarad einen Sitz hat, dann ist er hier. Ah, ich vergaß. Wenn dich tatsächlich Sulgarod selbst hergebracht hat, wie es heißt, dann weißt du überhaupt nicht, wo wir uns befinden. So ist es. Wir sind hoch oben in der schwarzen Sichel. Noch nie hat sich ein Wanderer hierher verirrt. Der perfekte Ort für eure Schlacht. Keine Störenfriede. Außer mir. Gut, dann mal die Gabe. Was weißt du über meine Gabe? Sie wurde hier geschaffen. So wie du hier geschaffen wurdest. Und offenbar endet es hier auch. Ein Kesselkampf wie in Maraskan. Dort gibt es blutige Wettkämpfe, in denen abgerichtete Tiger und Löwen in einer Sandgrube gegeneinander antreten müssen. Kalandra und ich sind die beiden letzten Erwachten. Aber was bist du? Der Löwe oder der Tiger? Tja. Blödsinn. Ich bin keine Katze. Lass den Mist. Stimmt. Du bist höchstens ein gewöhnlicher Fuchs. In die Enge getrieben ist ein Fuchs tödlicher als jedes andere Raubtier. Habe ich gehört. Dann dürfen wir uns auf einen guten Kampf freuen. So, dann fragen wir mal nach Kalandra. Du folgst Kalandra. Wieso? Sie ist stark. Im Willen und im Körper. Stark genug, Azaril von ihrem Thron zu stoßen. Kalandra wird ihr das Geheimnis des Paktbruchs entreißen. Denn mit Sulgarods Gaben hat sich Azaril ihr eigenes Grab gegraben. Puh. Und der Auftrag? Kalandra schickt mich. Wie kann ich helfen? Such im Rebellenlager nach etwas Holz. Schau dich in Ruhe um. Und bring das Holz dann zu mir. Immer wenn ich irgendwo neu bin, muss ich zuerst einmal Holz besorgen. Da ist was Entweder dran. Du tust es oder du lässt es. Wenn du genug gefunden hast, kannst du das Holz so losgeben. Es steht am Tor. Oder du verstärkst das zweite Tor selbst. Das dürfte schneller gehen. Ja, na eigentlich ist das die bessere Idee. Solus ist nicht dein bester Freund, was? Vielleicht nicht. Auf jeden Fall musst du dich beeilen. Wir wissen nicht, wann der Angriff kommt. Okay, dann gehen wir jetzt und gucken uns hier noch so ein bisschen um. Ne?
Vielleicht gibt es noch irgendwas zu finden. Ich weiß, dass wir die falsche Richtung laufen, dass wir woanders hin müssen. Mit dir können wir auch reden, dann reden wir mal mit dir. Solos, nicht wahr? Ich hätte ein paar Fragen. Na dann. Gut, mehr Infos. Azarel. Warum bekämpfst du Azarel? Pragmatismus. Loyalität. Wie du willst. Was meinst du damit? Unter Xeran waren wir noch eine richtige Kirche. Wir waren reich. Wir waren mächtig. Unsere Gewänder waren auch viel prunkvoller. Und einzigartiger. Ich konnte mich nie mit diesem vergeistigten Geschwafel von Azarel anfreunden und auch nicht mit ihrer Verlogenheit. Ich sage immer, eine Kirche braucht Prunk und Schwerter. Das erste für die Gläubigen, das zweite für die Schwierigen. Das ist sehr schade. Dass wir da nicht genügend Punkte haben. Ein großes Geheimnis und eine große Wahrheit. Das Lob der Vielfalt und der Beweis, dass sich Anstrengung lohnt. Wir können viel mehr erreichen, als wir glauben. Borbarat hilft uns, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir haben. Wichtiger als der Glaube ist ihm der Geist, die Wissenschaft. Borbarat war ein Denker. Kein Prediger. Jeder, der will, kann sich mit Blutmagie der Schrecken dieser Welt erwehren. Nicht durch Geburt, sondern durch seinen Willen. Borbarats Magie gibt uns den wahren Adel. Durch ihn überwinden wir alle Fürsten und Magier-Mogule. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt. Bis später. Ja, bis später. Genau. Gut. Gucken wir noch dort ein bisschen hin. Und ich denke, dann machen wir auch Schluss für heute. Was steht denn darum? Was seid ihr? Was seid ihr denn? Euch kenne ich noch nicht. Eine Dämonenarmee? Was ist das für ein Kristall? Na, wir gehen mal gucken. Sagen und Legenden. Benötigter Rang 6. Das reicht uns noch nicht. 666 Sagen und Legenden. Oh Mann. Tja. Okay. Wir übernehmen das jetzt einfach mal und dann gehen wir halt mal da raus. Das Holz holen. Warte mal, du wirst auch Rang 66 sein, ne? Nein, Rang 5. Neuer Kodex-Eintrag. Neuer Kodex-Eintrag. Bestarium. Bestarium. Gegner. Gardist. Assassine. Humanoide. Zurück. Tafelei. Feuerdämon. Tja, wo finde ich euch jetzt? Na, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ich denke, dass ich jetzt auch dann nach durch diese... Oh, was haben wir hier noch? Dann lass mal gucken. Lesen. Eine Kritzelei. Wenn Gamat doch nur lesen könnte, er auch diesen Satz verstünd. Falk. Noch mehr so Sachen? Lesen. Eine prunkvolle Inschrift. Siehe, Gläubiger, es sind Dero 7 gewesen, welche den Dämonenmeister zeitweilig bezwangen. 7 Gezeichnete mit 7 kleinen Gaben, die die alten Götter mit Mühe und Not zusammenkratzten, um Borbarat, den Alverianer, des verbotenen Wissens in seinem Lauf zu stören. Doch wisse, Gläubiger, dies alles findet seine Gegenkraft, denn aus sieben wächst der erste Paladin. Okay. Na, die Frage ist, ist das so schlimm, Paladin zu sein? So, da haben wir auch noch irgendwas. Mal gucken, anschauen. Die Barrikade ist lückenhaft. Genau, wir brauchen das Holz. Also dann laufen wir da mal raus, dass man guckt. Oh Mann. So viele Quests. Na, wir laufen da erstmal raus. Da laufen wir raus, da muss irgendwo Holz... Ah, guck mal, Kiste, sehr schön. Kiste, Silberlöffel.
Eine prunkvolle Inschrift zum Gedenken an die verhüllte Meisterin Pardona, die mit der Macht der schwarzen Mutter die sechste Menschwerdung des Meisters verfügte. Göttergleiche Schafferin der Nachtallen. Der Phailamias, Harpien und Basilisken, Verführerin Prydakors, Bezwingerin der Dämonenzitadelle, Gespielin des Gottes ohne Namen. Okay, also wir gehen hier jetzt raus. Da ist ja auch noch ein Questboard. Ach du Jesus, diese Folge geht nicht nur zu Ende. Nur Übung macht den Meister, Erwachter. Nur Übung. Aufträge? Kriegsbanner? Säulengänge des Klosters sind umkämpftes Gebiet. Noch hängen Azarils Banner dort. Okay. Die Dämonen auszutreiben. Wir nehmen ihn an. Und die Heldenasche? Der Feind will unsere Moral schwächen. Er hält die Ehrenmale im Innenhof besetzt und hindert uns daran, die Asche der gefallenen Helden dort zu bestatten. Der Teleporter zu den Ehrenmalen befindet sich im Westflügel. Er wird gut bewacht. Kalandra hat eine Belohnung für denjenigen ausgeschrieben, der die Ehrenmale erreicht und unsere Helden würdig beisetzt. Ja gut, dann nehmen wir das auch noch an. So, und dann gehen wir mal... Such mich auf, wenn die Zeit reif ist, Erwachter. Deine Mühen sollen nicht fruchtlos bleiben. Okay, dann gehen wir jetzt. Kalandras Banner. Da haben wir also diese Banner. So, und dann gehen wir jetzt durch diese Tür hier. Genau, wir treten da jetzt ein. Weil ich glaube, dass dann... Es wird nicht gespeichert. Ist ja doof. Das ist ja ganz doof. Wird nicht gespeichert. Okay, wir machen trotzdem Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.